Guten Morgen, liebe Besucherinnen und Besucher. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Weltschälen auf der VSC 400 PS. Mein Name ist Martin Abendschein. Ich bin bei der EMAG im technischen Vertrieb als Teamleiter unter anderem auch zuständig für die Maschinenbaureihe VSC 400 PS. Mit mir im Studio ist mein Kollege Daniel Nille. Guten Tag, mein Name ist Daniel Nille. Ich bin seit vielen Jahren bei der EMAG tätig in der Technologieentwicklung und beschäftige mich in den letzten paar Jahren vorrangig mit dem Verfahren Weltschälen. Gut, dann starten wir gleich mal durch. Das Weltschälen an sich ist ja eigentlich keine neue Technologie. Die wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, hier in Deutschland, und eingeführt. Allerdings auf den damaligen Maschinen noch relativ, ich sage jetzt mal mit einer relativ hohen Ungenauigkeit im Werkstück, weil einfach der Prozess an sich, die Maschinen mit der Kupplung und so weiter noch nicht so weit waren. Dadurch ist das ganze Thema wieder etwas eingeschlafen und erst in den letzten Jahren eigentlich wieder hochgekommen, wo dann auch die Maschinen und speziell hier dann auch die Steuerungen so weit waren, dass eben eine saubere Kupplung zwischen der Hauptspindel, also dem Werkstück und dem Werkzeug möglich war, sodass man hier dann auch die Geschwindigkeiten realisieren konnte und hier das Weltschälen wieder, ich sage jetzt mal, als prozesssichere Technologie etablieren konnte. Das Weltschälen hat in dem Fall dann auch, ich sag mal, das Thema Stoßen und Weltfräsen zum gewissen Teil revolutioniert, weil eben jetzt doch manche Konturen und Geometrien herstellbar waren, schneller herstellbar waren, mit höherer Genauigkeit herstellbar waren wie früher. Ja, jetzt zum Thema, wie funktioniert Weltschälen, was ist das überhaupt? Man kann sich das mal vorstellen, das Werkzeug und das Werkstück, die greifen wie ein Getriebe ineinander. Das Werkzeug, ich habe hier mal ein kleines mitgebracht zum Zeigen, ist durch einen Achskreuzwinkel angestellt und dreht sich wie das Werkstück in der Kupplung. Wenn der Zahn hier in Eingriff geht und dann sich dreht und hier wieder aus dem Eingriff rausgeht, macht er eine Bewegung in Z-Richtung. Und so nimmt jeder Zahn immer so einen kleinen Span aus der Zahnlücke raus. Damit ich die ganze Verzahnung bearbeiten kann, benötige ich noch zusätzlich die Z-Achse. Die ermöglicht mir, die ganze Verzahnungslänge zu bearbeiten. Man sieht hier den Achskreuzwinkel, wo das Werkzeug schräg angestellt ist. Dann haben wir eine X-Achse, die benötigen wir, dass das Werkzeug in der Mitte von dem Werkstück ist oder wenn man mit zylindrischem Werkzeug arbeitet, um den Kappa-Winkel einzustellen. Und dann haben wir noch die Y-Achse hier. Die Y-Achse ist für die Zustellung eigentlich zuständig. Unsere B-Achse hat einen relativ großen Schwenkbereich. Wir können Achskreuzwinkel, sagen wir, zwischen 5 und 45 Grad fahren. Theoretisch wäre auch mehr oder weniger möglich, aber aus prozesstechnischen Gründen macht es oft keinen Sinn. Wir haben beispielsweise, habe ich hier ein kleines Werkstück mal dabei. Ich weiß nicht, ob man es hört, doch ich glaube, man kann es sehen. Das ist jetzt eher eine Art Schnecke mit 47,5 Grad Schrägungswinkel. Das ist auch möglich, mit unserer Maschine zu bearbeiten. Dann haben wir hier mal ein kleines Video, dass man sich vorstellen kann, wie sieht das Weltschälen aus. Das ist jetzt in diesem Fall eine Außenverzahnung und wir bearbeiten hier in dem Fall mit Druckluft, um die Späne aus dem Prozess fernzuhalten. Man braucht hier den Druckluft oder den Kühlschmierstoff eher, um die Späne aus dem Prozess fernzuhalten und nicht zur Kühlung oder zur Schmierung. Was man hier sieht, ist ein Bauteil mit Modul 1 mit 46 Zähne und 15 Grad Schrägungswinkel. Jetzt gerade mal laufen. Man sieht jetzt hier, das waren zwei Schrubbschnitte und ein Schlichtschnitt. Man sieht jetzt, die Z-Achse ist da, um die ganze Verzahnungslänge zu bearbeiten. Beide, also Werkstück und Werkzeug, drehen sich in der Kupplung. Jetzt kommt der Schlichtschnitt. Natürlich mit geringerem Vorschub, dass man auch eine optimale Rauigkeit an den Flankenlinien erhält. Man sieht auch gut, wie die Späne aus dem Prozess wegfliegen. Die werden über die Druckluft in die entsprechende Richtung geleitet, dass es nicht zu Späneglimmern im Prozess kommt. Späneglimmer sind ganz wichtig. Man muss ganz auch darauf aufpassen, dass es kein Späneglimmer kommt, also dass kein Span zwischen den Zähnen eingeklemmt wird. Das schadet dem Werkzeug relativ schnell. Schön, es scheint schon reges Interesse zu geben. Hier kommt schon die erste Frage, Daniel. Sie zeigen im Video eine Trockenbearbeitung. Geht das auch nass? Was sind die Vorteile? Ja, es geht definitiv auch nass. Wir haben bei uns in der Maschine die Möglichkeit,
ganz einfach über eine H- oder eine M-Funktion zwischen beiden Möglichkeiten umzuschalten. Also wir können ganz einfach zwischen Trockenbearbeitung und Nassbearbeitung umschalten. Ich bin eher ein Fan von der Trockenbearbeitung, hat den Vorteil, dass die Späne nicht so an dem Werkzeug festkleben, fliegen also gut raus. Das Werkzeug ist, muss man im Nachhinein, das Werkstück muss man im Nachhinein nicht mehr reinigen. Kühlschmierstoff hat auch teilweise Vorteile, wenn ich zum Beispiel ein Bauteil habe, wo hinten eine Glocke hat oder so, wo sich die Späne dann ansammeln. Da kann ich bei Kühlschmierstoff mit höherem Druck arbeiten, um die Späne dann da auszuspülen. Wo wird das Weltschälen eingesetzt? Wo macht es hauptsächlich Sinn? Theoretisch kann ich nahezu alle Verzahnungen mit Weltschälen bearbeiten. Vorrangig wird es bei Innenverzahnungen eingesetzt. Bei Außenverzahnungen macht es auch Sinn, wenn ich zum Beispiel am Ende der Verzahnung einen geringeren Auslauf habe. Wie hat man denn bisher Innenverzahnungen hergestellt? Bei der Innenverzahnung habe ich bisher entweder geräumt hauptsächlich oder gestoßen. Beim Räumen brauche ich ein Bauteil, wo nach oben hin offen ist, also keine Störkontur am Ende der Verzahnung hat. Wenn ich eine Störkontur habe, dann kann ich nicht mehr räumen, dann bleibt nur noch Stoßen übrig. Das Stoßen ist allerdings deutlich langsamer wie das Weltschälen. Also da spielt das Weltschälen einen Taktzeitvorteil raus. Bei der Außenverzahnung wurden meistens mit Welsfräsen bearbeitet. Aufgrund von dem Fräserdurchmesser benötigt da einen gewissen Auslauf am Ende der Verzahnung. Wenn ich da zum Beispiel eine Planschulter oder so habe, kann ich nicht mehr Wels fräsen. Da kann ich dann mit Welsschalen die Verzahnung bearbeiten. Da benötige ich einen deutlich geringeren Auslauf. Bei der Komplettbearbeitung ist das Welsschalen auch teilweise sinnvoll. Ich kann in einer Aufspannung auf einer Maschine die Verzahnung bearbeiten und gleichzeitig zum Beispiel die Bezüge herstellen, oder ich kann die Verzahnung orientiert zu einem bestimmten Merkmal auf dem Bauteil einbringen. Ist theoretisch auch möglich, wenn ich unterschiedliche Maschinen habe, aber da habe ich immer noch zusätzlich einen Fehler vom Einmessen von der Verzahnung. Also ich brauche zusätzlich noch Zeit, zum Orientieren des Bauteils dann. Das entfällt, wenn ich das in einer Aufspannung bearbeite. Die Vorteile vom Weltschälen: wir haben deutlich geringere Zykluszeiten im Vergleich zum Weltstoßen. Ich kann auch Zahnmodifikationen einbringen. Das ist zum Beispiel beim Räumen nicht möglich. Ich habe beim Weltschälen die Möglichkeit, eine Breitenballigkeit anzubringen oder Endrücknahmen. Da bin ich relativ flexibel im Vergleich zu anderen Verfahren. Geringerer Auslauf, das haben wir ja schon gesagt. Also im Vergleich zum Welsfräsen beispielsweise brauche ich weniger Auslauf. Und ich kann eine relativ hohe Verzahnungsqualität mit geringen Oberflächenrauheiten an den Flanken erreichen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Prozesskette. Oben sehen Sie abgebildet mal die ursprüngliche, die normale Prozesskette und unten dann die Prozesskette inklusive des Weltschälens. Wenn wir oben starten, wir haben typischerweise Drehbearbeitung, erste und zweite Aufspannung. Dann haben wir das Stoßen, das Entgraden, gegebenenfalls das Härten und hinten dann das Schleifen der harten Verzahnung. Die blau hinterlegten Prozesse können Sie übrigens auf EMAG-Maschinen komplett abbilden. Wenn wir uns jetzt mal die untere Prozesskette anschauen, dann ist es so, drehen erste Seite, bleibt wie gehabt. Aber jetzt kommt bereits die VSC 400 PS ins Spiel, da wir auf dieser Maschine neben dem Weltschälen auch Drehoperationen durchführen können. Das heißt, wir drehen hier dann alle Bezüge zueinander in der zweiten Aufspannung und bringen dann anschließend auch gleich die Verzahnung mittels Weltschälen auf. Danach dann auch wieder das Härten und gegebenenfalls dann noch das Schleifen der harten Zahnräder. Ist gerade schon noch eine Frage reingekommen, und zwar, welche Vorteile bietet die Kombination von Drehen und Weltschälen? Warum werden die Prozesse nicht in getrennten Maschinen durchgeführt? Ja, ich denke, wir haben einiges schon dazu gesagt. Zum einen qualitativ ist es natürlich besser, das alles in einer Aufspannung zu machen, wegen den Rundläufen, wo dann zueinander perfekt passen. Ich brauche weniger Aufstellfläche, weil ich weniger Maschinen habe, weniger Maschineninvest im Endeffekt. Ich denke, das sind die hauptsächlichen Gründe. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Jetzt, wie es der Daniel gerade schon erklärt hat, also die Vorteile der Komplettbearbeitung liegen hauptsächlich darin, dass ich kürzere Durchlaufzeiten habe in der Gesamtproduktion, weil ich eben statt 6 Schritten nur noch
4 Schritte zum Beispiel habe in dem Beispiel. Das heißt, ich habe weniger Zeiten zum Rüsten der einzelnen Maschinen. Ich mache weniger Fehler beim Rüsten der Maschinen. Ich benötige weniger Werkstücke zum Einfahren. Ich habe eine höhere Werkstückqualität, weil wir eben das Drehen der Bezüge und das Verzahnen in einer Maschine machen können. Wir benötigen eine geringere Aufstellfläche, was natürlich auch ein großes Thema ist heutzutage. Und was man hier auch gleich mit erwähnen sollte, durch das, dass wir weniger Maschinen haben, haben sie nicht nur eine geringere Kapitalbindung, weil sie weniger Maschinen haben, sondern eben auch geringere Energiekosten. Weil jede Maschine benötigt Strom, benötigt Luft, Wasser, eventuell noch Hydraulik. Und das können Sie eben durch weniger Maschinen auch deutlich reduzieren. Was am Ende, und das ist, denke ich, das Wichtigste, die Werkstückkosten deutlich reduzieren kann. Wenn man uns jetzt mal anschaut, wie die VC400 PS in eine bestehende Prozesskette integriert werden könnte, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Links sehen Sie die Standalone-Lösung. In diesem Fall hat die Maschine eine geschlossene L-Automation. Das bedeutet, der Bediener belädt die Rohteile auf das L-Band. Das L-Band taktet in die Maschine. Die Maschine selbst holt sich mit dem Spannmittel das Rohteil in unserem Pickup-Bereich, quasi von oben spannend, bearbeitet das Teil, legt es dann wieder ab und das fertige Teil läuft hinten heraus und der Bediener kann es wieder entnehmen. Das wäre eine Standalone-Beistellmaschine, die man so komplett überall dazustellen kann. Wenn Sie jetzt an eine komplett geschlossene Prozesskette denken, wo Sie vollautomatisch fahren wollen, gibt es die Möglichkeit, die gleiche Maschine mit einem sogenannten Shuttle zu erhalten. In diesem Fall haben wir auf diesem Shuttle, das hin und her fährt, zwei Paletten, eins für das Rohteil, eins für das Fertigteil. In dem Fall legt ein Roboter oder ein Portal oder ähnliches Handlingsgerät das Rohteil hier auf die Palette. Gleiche Prinzip, die Palette fährt zum Pickup-Bereich, das Spannmittel holt sich das Teil wird bearbeitet, das Fertigteil wird abgelegt und kommt hier wieder heraus und kann hier dann auch wieder über das Robotersystem oder über ein Portal entnommen werden. Ja, was benötigt man, um Weltschellen durchführen zu können? Wir benötigen auf jeden Fall eine B-Achse. Das sieht man jetzt gerade in unserer Maschine, die B-Achse. Die ist sehr steif gelagert. Wir haben die auf beiden Seiten aufgehängt mit relativ stabilen Lagern. Wir haben Möglichkeit, zwei Frässpindel einzusetzen. Und hinter den Frässpindeln sind nochmal 6 Drehwerkzeuge. Die befinden sich alle auf der B-Achse. Das ermöglicht auch sehr schnelle Werkzeugwechselzeiten. Dann braucht man eine Hauptspindel und eine Frässpindel mit einem Direktantrieb. Wir haben hier also hochauflösende Inkrementalgeber, um eine perfekte Synchronisation der Achsen realisieren zu können. Dann noch ein paar Daten zu der Maschine. Wir können Werkstückdurchmesser bis 340 mm bearbeiten bei einer Innenverzahlung, bei einer Außenverzahlung. Also es kommt auf die Spannung an, je nachdem, ob ich außen oder innen spanne. Kann ich auch zum Beispiel eine Außenverzahlung bis 400 mm bearbeiten. Werkstückhöhe maximal ungefähr 160 mm. Das kommt natürlich auch auf das Spannmittel drauf an. Und das Spannmittel darf einen maximalen Umlaufdurchmesser von 420 mm haben. Wir haben 6 Drehwerkzeuge in der Maschine. Die sind mit einer BMT-65-Schnittstelle an die B-Achse angebunden. Und wir haben 2 Frässpindeln drin. Hier steht jetzt maximal 2 Weltschellwerkzeuge im Normalfall. Man kann auch in Sonderfällen bis zu 4 Werkzeuge einsetzen, wenn man mit einem Tandemwerkzeug arbeitet, also wenn 2 Werkzeuge aufeinander sind. Muss immer genau untersucht werden, ob es dann irgendwie zu Störkonturen kommt. Die Hauptspindel kann maximal bis 7000 Umdrehungen drehen und die Frässpindel bis maximal 7000 und die Hauptspindel bis maximal 3400. Und es kam schon oft die Frage auch auf, bis zu welchen Drehzahl kann man maximal die Kopplung realisieren. Wir haben das schon getestet. Also wir können bis zu den maximalen Drehzahlen die Kopplung auch in einer guten Genauigkeit realisieren, wo ausreichend ist für den Weltschellprozess. Daniel, da kam schon die nächste Frage herein. Welche Genauigkeiten erreichen Sie durch die Kopplung der Fräs- und Arbeitsspindel?
Wo liegen die Grenzen? Wie wird der Prozess programmiert? Also drei Fragen, sorry. Ja, okay. Welche Genauigkeiten erreichen solche Kopplung der freies Abspiel? Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist immer ein Zusammenspiel. Das kommt nicht nur auf die Kopplungen. Ich habe natürlich ein Zusammenspiel aus Werkzeug und der Kopplung und so weiter. Also ich kann sagen, die Kopplung unserer Maschine ist auf jeden Fall deutlich ausreichend, um gute Qualitäten zu erreichen. Ja, und es hängt von so vielen Faktoren ab, das ist schwierig zu sagen. Wo liegen die Grenzen? Ja, haben wir ja schon gesagt, die Grenzen liegen eigentlich bei 3400 Umdrehungen von der Hauptspindel und 7000 Umdrehungen von der Fressspindel. Und wie der Prozess programmiert wird, das ist eine spannende Frage, das ist ein sehr wichtiges Thema nämlich, weil die Maschine kann noch so gut sein, wie sie will, ohne dass man die richtig bedienen und programmieren kann, macht das alles gar keinen Sinn. Da gehe ich später nochmal drauf ein, da kommen noch Folien dazu. Ich hoffe, dann wird es klar. Ja, was kann man alles bearbeiten? Wir können Gerad- und Schrägverzahnungen bearbeiten, Steck- und Laufverzahnungen, Durchmesser im Innendurchmesser ungefähr 350, Außendurchmesser ungefähr 400 mm, kommt natürlich auf die Spannung drauf an. Dann können wir vier unterschiedliche Verzahnungen pro Werkstück einbringen. Und bisher haben wir Verzahnungen bis maximal Modul 4 bearbeitet, wobei ich mir da sicher bin, dass Modul 4 nicht die Grenze ist. Da bin ich mir sicher, dass man auch größere Verzeihungen bei unserer Maschine bearbeiten kann. Und ja, wir können die Bezüge in der gleichen Aufspannung drehen, was natürlich ein qualitativer Vorteil ist. Gut, dann kommen wir mal zum Maschinenprinzip direkt. Hier sehen Sie die vier Hauptmerkmale, auf die ich heute hier eingehen möchte. Es gibt natürlich in der Maschine noch wesentlich mehr, aber das sind jetzt mal die vier Hauptkomponenten, die ich heute ansprechen möchte. Da haben wir zum einen den Grundkörper aus Mineralit, dann das hydrostatische Führungsprinzip, die symmetrische Bauform und die Maschinenkühlung über zwei Kreisläufe. Wenn wir uns mal den Grundkörper genauer anschauen, sehen wir hier, wir haben hier einen U-förmigen Grundkörper, komplett ausgegossen mit Mineralit. Weshalb Mineralit? Man sieht es hier unten in den Diagrammen recht schön. Sobald Sie einen unterbrochenen Schnitt haben, und das haben wir nun mal beim Walzfräsen und beim normalen Fräsen genauso, haben Sie immer Vibrationen. Und diese Vibrationen sind eigentlich das Gift für jedes Werkzeug, das Gift für jede Oberflächenqualität und oft auch das Gift für die Genauigkeiten. Deshalb haben wir hier Mineralit im Einsatz, weil Mineralit diese Schwingungen, die hier auftreten, diese Vibration siebenmal besser dämpfen kann als Grauguss. Das heißt, die Schwingungsamplitude wird wesentlich schneller abgebaut und ist deutlich kürzer. Genauso, und das ist genauso wichtig, haben wir hier überdimensionierte Kugelgewindetriebe und Linearführungen, um die Maschine eben extrem steif zu bauen. Wir setzen hier auf das bewährte VSC-Prinzip, wie Sie es vielleicht auch schon von unseren Dreh- und Fräszentren kennen, wo wir hier immer nur den Maschinengrundkörper entsprechend modifizieren, sei es nur zum Drehen, dann haben wir einen Revolver im Einsatz, sei es als KBX-Maschinen für die homokinetischen Teile, Werkstücke, für das Hartfräsen und Weichfräsen, wo wir dann eine große Schwinge im Einsatz haben. Ähnliches Prinzip jetzt hier bei der VSC 400 PS für das Weltschälen. Oben auf dem Maschinenbett sitzt dann unser Kreuzschlitten. Und hier ist es so, das sieht man jetzt im nächsten Bild sehr schön, hier auf der rechten Seite, fährt im Kreuzschlitten unsere hydrostatische Führung die Hauptspindel mit dem Werkstück aus und ein. Das heißt, wir haben hier eine komplett hydrostatische Lagerung, so wie man es früher von den großen, robusten Flachbettführungen bei den großen Portalfräsmaschinen kennt. Warum Flachführung mit Ölfilm? Prinzip das gleiche hier, eben jetzt rund, weil wir hier die besten vibrationsdämpfenden Eigenschaften haben und die höchste Sicherheit gegen Kollisionen und Crashs. Also im Crashfall hält Ihnen diese hydrostatische Führung wesentlich mehr Druck aus als jede normale Linearführung mit Kugelrotspindeln. Ebenso ganz wichtig, wir haben eine hängende Spindel. In der hängenden Spindel fallen die Späne vom Workstick während des Prozesses nach unten weg. Und das ist speziell beim Welzschälen bei kleinen Verzahnungen, Innenverzahnungen sehr wichtig. Sobald Sie eine horizontale Spindel haben, wo Sie das Werkstück horizontal gelagert haben und dann mit Ihrem Werkzeug
in die Bohrung einfahren, um das zu bearbeiten, haben Sie das Problem, dass Sie die Späne nicht sauber herausbekommen. Sie müssen mit Kühlmittel arbeiten, mit Hochdruck arbeiten, Sie müssen mit viel Blasluft arbeiten und trotzdem werden Sie immer wieder Späne hier im Bauteil haben, die Ihnen zu Späneklemmen führen, wo das Werkzeug dann im schlimmsten Fall bricht, die Zähne ausbrechen, wo Sie auch die Bauteilqualität entsprechend verschlechtern, weil Sie hier einfach diese Späneklemme bekommen. Bei uns durch das hängende Prinzip fallen Ihnen die Späne nach unten heraus. Und hier auch zum Thema Genauigkeit. Späne nehmen die Wärme auf im Prozess. Wenn Sie jetzt wieder eine horizontale Spindel sehen, Sie haben die Spänennester innen, die Späne liegen innen, die Wärme bleibt Ihnen im Werkstück. Bei uns fallen die Späne nach unten heraus. Das heißt, wir führen die Wärme direkt ab in den Späneförderer. Dadurch auch geringere thermische Beeinflussungen des gesamten Prozesses. Weiterer wichtiger Punkt, wir haben eine geschlossene Bauform im kompletten Maschinengestell, also im Maschinenbett und oben mit dem Kreuzschlitten. Das heißt, wir haben einen geschlossenen Kraftfluss, sodass bei uns die Kräfte, die entstehen, sei es beim Drehen, sei es beim Fräsen, entsprechend symmetrisch, relativ symmetrisch aufgenommen werden und entsprechend auch gleichmäßig im Maschinenkörper verteilt werden. Dadurch haben Sie eben den Vorteil, dass Sie nicht wie bei einer einseitig gelagerten Arbeitsspindel, Frässpindel, hier irgendwelche Kippmomente, Kippdrehmomente bekommen während des Prozesses. Das heißt auch hier wieder höhere Genauigkeit, höhere Qualität durch geschlossenes Kraftprinzip. Ja, es kam gerade... Ich darf dich kurz unterbrechen. Es kam gerade eine Frage rein. Haben Sie Erfahrungen in der Hartfeinbearbeitung mit Wälzschälen? Da sage ich vielleicht was dazu. Unsere Maschine bietet auf jeden Fall alle Voraussetzungen, dass man mit Wälzschälen auch hart bearbeiten kann. Wir haben einen Sensor, um eine bereits bestehende Verzahnung zu erkennen. Kann man auch benutzen, um eine Verzahnung zu anderen Merkmalen zu orientieren. Die Möglichkeit haben wir. Unsere Software bietet auch die Möglichkeit, dass das alles funktioniert. Wir haben auch schon Tests gemacht. Aktuell sind aber leider werkzeugbedingt die Ergebnisse relativ ernüchternd bezüglich Standzeit. Also es gibt, zumindest nach meiner Erkenntnis bisher noch nicht, Werkzeuge, wo wirklich eine riesige Standzeit erreichen, dass das Verfahren wirtschaftlich in der Hartbearbeitung einsetzbar ist. Es gibt bestimmt Einzelfälle, wo es Sinn macht, wenn man nur ein paar Bauteile bearbeiten will oder so. Aber es fehlt noch wirklich Entwicklung in Bezug auf Hartbearbeitung, also auf bezüglich den Werkzeugen für die Hartbearbeitung. Das ist das große Problem, was wir haben. Die Maschine bietet alle Voraussetzungen, die kann es auf jeden Fall. Ja. Und wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, wir haben die Maschine ja auch in unserer KBX-Baureihe im Einsatz, wo wir ja die ganzen homokinetischen Gelenke auch im Harten fräsen. Also im Prinzip die gleiche Anwendung, nur noch etwas robuster, also noch mehr Spannvolumen, noch mehr Kräfte und da funktioniert das seit Jahren bereits in sehr hoher Präzision. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Punkt der Maschine, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Wir haben hier zwei getrennte Kühlkreisläufe. Einen Kreislauf nur für die Schaltschrankkühlung, den zweiten Kreislauf für alle Hauptkomponenten in der Maschine. Hier jetzt mal ein Beispiel einer VSC 250 Duo-Maschine, also gleiches Bauprinzip eben mit zwei Spindeln. Hier kühlen wir die Hauptspindel oben komplett, wir kühlen die Revolvereinheiten, also die Werkzeugeinheiten und wir kühlen auch das Maschinenbett. Dadurch eben auch hier wieder das Thema Präzision. Wir führen in dem Fall die Temperatur des Kühlkreislaufsystems immer der Umgebungstemperatur hinterher und kühlen nicht stupide auf 20 oder 22 Grad herunter. Warum? Wenn wir heute mal die Temperatur nehmen, wir haben in der Halle 30, 36 Grad. Und Ihr Werkstück, das Sie bearbeiten möchten, liegt davor der Maschine, hat diese 36 Grad und kommt jetzt in eine komplett temperierte Maschine mit 22 Grad. Was passiert? Das Werkstück hat einen Wärmegang. Das heißt, es verändert sich irgendwo, je nach Geometrie, in irgendwelchen Richtungen während der Bearbeitung. Dann ist das Teil fertig, Sie legen es wieder ab, es geht wieder in die 36 Grad. Dann haben Sie immer irgendwo Temperatureinflüsse, was die Genauigkeit des Werkstückes angeht. In unserem Fall ist es so, wir kühlen die Maschine nicht auf 20 Grad, sondern zum Beispiel auf 34 Grad oder 30 Grad ab und bringen dann die Maschine und das Werkstück in relativ gleicher Temperatur zueinander während des Prozesses. Dadurch haben wir hier nicht diese großen Beeinflussungen, was den Wärmegang geht, was nachher wieder die Qualität beeinflusst.
Ja, gab noch mal eine Frage. Ich sehe, das Interesse ist da. Und zwar, wie entgraten Sie den Verzahlungsauslauf auf der Weltschallmaschine? Werde ich später auch noch mal ein bisschen was sagen, wenn es um die Programmierung geht, aber ich kann schon mal ein bisschen was vorwegnehmen. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste, was wir in der Maschine machen können, mit einem Drehwerkzeug, also dass wir nach dem Weltschallprozess über die Planfläche im Verzahlungsauslauf drüber drehen. Was passiert aber dann manchmal? Es kann sein, je nach Material natürlich, klappt der Grat in die Verzahnung rein. Dann haben Sie das Problem, dann haben Sie den Grat in der Verzahnung. Und dann haben wir auch die Möglichkeit mit unserer Software, wir können noch einen Leerschnitt hinten anfügen. Das heißt, wir fahren einmal mit leicht abgehoben durch die Verzahnung durch und können so den Grat voll endgültig brechen. Die Möglichkeiten gibt es. Man kann sich auch andere Möglichkeiten vorstellen, dass man noch eine Bürststation im Nachgang reinmacht oder da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber der einfachste ist eigentlich einfach, den Grat zu überdrehen und dann nochmal einen Leerschnitt durch die Verzahnung zu fahren, dann ist er eigentlich meistens weg. Es ist natürlich nicht definiert angefasst, aber es gibt keinen Grat mehr. Und hier haben wir halt auch die Möglichkeit, wir haben ja bis zu 2 Frässpindel im Arbeitsraum. Das heißt, Sie können eine Spindel nehmen für das reine Weltschellen und die zweite zum Beispiel dann auch zum Entgraten mit speziellen Modulen. Ja, die 2 Frässpindeln bieten natürlich viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel entweder sagen, ich nehme eine zum Schrubben, die andere zum Schlichten. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann sagen, ich mache 2 unterschiedliche Verzahnungen oder je nachdem mit Tandemwerkzeug vielleicht auch 4, wenn es funktioniert. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich benutze die zweite Spindel als Schwesterwerkzeug und sage, wenn die Standzeit von dem einen erreicht ist, wechselt er automatisch auf die andere Spindel und habe so die doppelte Zeit, bis überhaupt ein Bediener wieder in die Maschine kommen muss und irgendwas wechseln oder korrigieren muss. Kommt gleich nochmal was. Kann man auch spiralverzahnte Kegel-Tellerräder herstellen? Bedingt. Also muss man untersuchen, das kommt auch auf die Verfahrwege von der Maschine und ob man da weit genug runter zu dem Werkzeug kommt. Also prinzipiell schließe ich es nicht aus, haben wir bisher noch nicht gemacht, aber es könnte schon möglich sein, muss man aber dann untersuchen. Braucht man halt auch entsprechend Werkzeuge dann dafür, wo man dann mit dem Anspielwinkel die Verzahnungen einbringt. In kleineren Bauteilen, ich denke jetzt hier irgendwann Elektrogetriebe oder solche Sachen, kann man da sicherlich einiges machen. Ja, ja, dann die beste Maschine hilft nichts, wenn ich sie nicht richtig programmieren kann. Und der Weltschallprozess, speziell bei zylindrischen Werkzeugen, ist nicht einfach zu programmieren. Also ich muss wirklich alle Achsen nachführen, damit meine... ich habe normalerweise bei jedem Schnitt einen unterschiedlichen Kappa-Winkel. Also meine Position von dem Werkzeug an dem Werkstück ändert sich bei jedem Schnitt. Und dann muss ich einige Berechnungen anstellen, damit mein Werkzeug wieder in die Verzahnungslücke trifft und auch der richtige Z-Werk fährt und so weiter. Es ist nicht ganz einfach. Also das nur mit G0, G1-Codes zu programmieren, ist sehr schwierig. Ich habe das gemacht, aber das ist enorm aufwendig. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine spezielle Benutzeroberfläche zu entwickeln. Und ja, ich denke, die ist uns sehr gut gelungen. Ich bin mir sicher, das war ein Hauptaugenmerk auch, dass jeder die Maschine bedienen kann, auch wenn er keine Ahnung von Verzahnungen hat. Daniel, bevor du jetzt auf die Details eingehst, möchte ich kurz unterbrechen. Wir haben wieder eine Frage bekommen. Wie groß sind die maximalen Durchmesser, Längen und Verzahnungsmodule, beziehungsweise was sind die gängigsten und prozesssichersten? Das ist eine spannende Frage. Also zum Größe des Moduls haben wir ja vorhin schon mal aufgeführt. Ja. Wir haben bislang bis Modul 4 gemacht. Wobei die Maschine von der Steifigkeit her mit Sicherheit auch mehr kann. Die größten Durchmesser, wie gesagt, Außenverzahnung maximal 400 mm, wenn Sie innen sperren können. Innenverzahnung von Hohlrädern zum Beispiel bis 350 mm. Und was sind die gängigsten und prozesssichersten? Wie gesagt, das ist wieder eine Kombination aus Werkstück, Prozess, Werkzeug. Das kann man so, denke ich, nicht pauschal beantworten. Also das lässt sich sehr schwer sagen. Es ist wirklich auch abhängig, welche Zähnezahl hat mein Werkstück. Es gibt manche Zähnezahlen bei Werkstücken, die sind etwas ungünstig, um ein passendes Werkzeug dafür zu finden. Man muss immer bedenken, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Werkstück mit 100 Zähnen hat und man nimmt ein Werkzeug mit 50 Zähnen, dann ist es so, dass eigentlich immer der gleiche Zahn die gleiche Zahnlücke macht.
Das führt im Endeffekt zu einer perfekten Flankenlinie. Also die ist wirklich, die sieht aus wie gespiegelt, das ist super. Aber das Problem ist, dass der Rundlauffehler von dem Werkzeug, und ein Werkzeug hat immer einen Rundlauffehler, dass der sich halt deutlich mehr in der Teilung dann widerspiegelt. Also er geht 1:1 nahezu in die Teilung ein. Deswegen versucht man eigentlich da ein Zähneverhältnis zu finden, dass die Zähne alternierend in das Werkstück eingreifen. Also zum Beispiel Zahn 1, 30, 40, wie auch immer. Also dass möglichst alle Zähne einmal in der Zahnlücke waren, bevor der gleiche Zahn wieder reinkommt. Und da gibt es manchmal relativ ungünstige Zähnezahlen von Werkstücken, wo es da keine optimalen Werkzeuge meiner Meinung nach gibt. Was sind die gängigsten und prozessiersten? Also ja, also die gängigsten, ich kann nicht sagen, was wir ganz oft bearbeitet haben in letzter Zeit, war Modul 1. Das hatte ich schon sehr oft auf dem Tisch liegen, haben auch sehr viele Bauteile bearbeitet. Hauptsächlich gerade bei Hohlräder oder so ist ganz oft Modul 0,8, Modul 1 gefragt. Ja, genau. Okay. Da war gerade noch mal eine Frage. Nächste Frage. Ich gehe vielleicht auch gleich drauf ein. Wer legt bei Ihnen die Weltschellwerkzeuge aus, Störkonturen etc.? Ab welchem Innendurchmesser ist Weltschellen möglich? Also wenn es um Störkonturen und so weiter geht, also wir haben eine Software, wir können theoretisch auch die, also ich kann jetzt nicht das Profil von den Werkzeugen auslegen, die Möglichkeit habe ich nicht, da bin ich auf den Werkzeughersteller angewiesen. Wir können aber schon vorgeben, wir hätten gern die und die Zähnezahl, wenn wir denken, das sei die beste aus unseren Erfahrungen. Störkonturen können wir auch alles untersuchen, das ist überhaupt kein Problem. Aber im Endeffekt die Auslegung, also wie genau muss das Profil geschliffen werden an den Werkzeugen, dass nachher das richtige Profil an dem Werkstück rauskommt, das macht dann bei uns eigentlich schon der Werkzeughersteller. Aber wir sind da mit ein paar gut in Kontakt, wir haben da einen guten Draht und können da auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Teilweise, wenn es mal nicht passt, kann man auch wieder eine Schleife ziehen und nochmal nachschleifen. Aber das haben wir eigentlich bisher in Bezug auf Profil oder so noch nie gebraucht eigentlich. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ab welchem Innendurchmesser ist Weltschell möglich? Ja, das kommt stark darauf an, wie klein kann man die Werkzeuge schleifen. Also wir haben schon ein Bauteil bearbeitet mit, ich glaube, 23,5 mm Kopfkreisdurchmesser waren es, also irgendwo knapp über 20 mm. Das hat funktioniert. Wir hatten auch schon ein Werkzeug mit Modul 0,2. Das war so klein, das sieht aus wie eine Rändelung, also da erkennt man gar nicht wirklich eine Verzahnung. Also das ist wirklich abhängig, was kann der Werkzeughersteller schleifen. Und gut, die Drehzahlen sind natürlich auch ein Thema. Wenn es irgendwann kleiner wird, dann komme ich irgendwann in Drehzahlen hoch, wo ich dann auch irgendwann Probleme natürlich mit der Kopplung bekomme. Wenn man legt mit den hochauflösenden Gäbern, wie viele Signale die haben, und das muss die Maschinensteuerung ja alles im Hintergrund verarbeiten. Also da ist auch von den Drehzahlen dann doch irgendwo eine Grenze gesetzt. Irgendwann muss man dann sagen, okay, man baut schlechtere Gäber ein, dass man überhaupt die Kopplung oder die Drehzahl noch realisieren kann, aber geht dann natürlich zu Lasten von der Bauteilqualität. Ja. Gut. Ja, gut, jetzt kommt gerade keine. Okay, dann erzähle ich mal weiter über die Oberfläche. Also, ich glaube, wir waren stehen geblieben, dass ich gesagt habe, dass eigentlich jeder das programmieren kann. Wir haben das so aufgebaut. Man nimmt eigentlich einfach die Werkstückzeichnung, das Werkzeugdatenblatt, die Schnittdaten her, gibt die in die Oberfläche ein und drückt auf Start. Und unser Weltschellzyklus macht alles im Hintergrund von selbst. Er berechnet viele Sachen. Also wir haben auch viele intelligente Abfragen drin, um Fehler zu vermeiden. Jetzt haben wir hier gerade mal ein Beispiel, zum Beispiel die Werkzeugeingabe. Man sieht hier oben Werkzeuglänge und Kopfkreisdurchmesser, das ist ein Standardding. Dann kann man noch eingeben, habe ich ein zylindrisches oder ein konisches Werkzeug, ist es links- oder rechtsgängig, Modul und Zähnezahl und Schrägungswinkel. Die Angaben brauche ich auf jeden Fall. Wenn man rechts auch die Grafik anguckt, die ist interaktiv gestaltet. Man sieht immer, wenn man auf das Feld geht von der Eingabe, sieht man immer rechts gehighlightet, welches Maß gebe ich gerade ein. Zum Beispiel ändert sich in dem Fall auch die Schrägungsrichtung. Also man kann direkt sein Werkzeug hernehmen, in Realität vergleichen mit dem Bild und sieht, habe ich es auch richtig eingegeben oder nicht. Das hilft einfach, Fehler zu vermeiden. Gut, da kam schon wieder die nächste Frage. Sorry, wenn ich schon wieder unterbrechen muss. Bis zu welchem Modul ist Schälen auf diesem Maschinentypen möglich?
wie werden die Taktzeiten für das Weltschellen ermittelt? Gibt es hierzu spezielle Berechnungsprogramme? Wobei die Fragen hast du eigentlich... Ja, Modul haben wir ja schon gesagt. Also bisher Modul 4 haben wir getestet. Ich denke, es geht auch höher, haben wir aber noch nicht getestet. Wie werden die Taktzeit für das Weltschellen ermittelt? Ja, das ist eine Sache. Also da brauchen wir schon spezielle Software dafür. Da gibt es bestimmte Software, es gibt eine Open-Source-Software, es gibt Software, wo man kaufen kann. Wir haben da ein paar Möglichkeiten, um die Taktzeiten zu ermitteln. Aber ohne eine spezielle Simulationssoftware ist das beim Weltschellen sehr schwierig. Also da brauchen wir schon eine bestimmte Software dazu. Genau. Ich will jetzt aber ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Programme, aber es gibt auf jeden Fall Simulationssoftware, um das zu berechnen. Okay, danke. Ja, was man hier auch noch sieht, zum Beispiel wir haben da Winkelorientierung Zahlen 1 als Eingabemöglichkeit. Das wird benötigt, gerade wenn ich zum Beispiel ein Werkzeug habe mit einer Schrägung und ich schleife das nach, dann ändert sich meine Position von dem Zahn zu meiner Mitnahminute oder wie auch immer. Und wenn ich eine orientierte Verzahnung haben will, kann ich hier zum Beispiel den Betrag eingeben, wo ich vom Nachschleifservice bekomme. Wenn der sagt, er hat 0,2 mm nachgeschliffen, dann weiß ich ganz genau, um wie viel Grad verdreht sich der Zahn. Dann kann ich das hier mit eingeben, dass einfach nachher meine Orientierung von der Verzahnung wieder optimal ist. In speziellen Fällen, wenn die Werkzeuge einen Profilfehler haben, was auch manchmal vorkommt natürlich, wenn ich konische Werkzeuge nachschleife, bekomme ich einen Profilfehler und ich kann hier zu jedem Werkzeug auch eine Achskreuzwinkelkorrektur und eine Kaba-Winkelkorrektur gleich mit eingeben, dass wenn mein Werkzeug jedes Mal vom Nachschleifen beispielsweise kommt, ich das nicht erst in der Tabelle nachschauen muss, oh, welches war das jetzt und was muss ich jetzt da korrigieren, dass mein Profil wieder passt. Also das kann ich zu jedem Werkzeug immer auch gleich mit abspeichern und das wird dann automatisch beim nächsten Einwechsel von dem Werkzeug wieder mitverrechnet. So, dann kam schon wieder die nächste Frage. Was ist eine gute Qualität? Welche Toleranzklassen können erreicht werden? Zeigt ihr die Phase für eine PS auf der EMO? Die untere Frage möchte ich gleich beantworten. Ja, wir zeigen die Phase für eine PS auf der EMO und zwar als Standalone-Version mit dem umlaufenden L-Band. Die obere Frage bezüglich der Qualität und Toleranzklassen würde ich gerne zurückstellen. Da kommen wir nämlich nachher noch dazu. Sobald der Daniel die Oberflächen-Menü-Eingaben soweit voll erklärt hat. Ja, genau. Also was ist eine gute Qualität? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, das empfindet jeder anders. Der eine hat eine Steckverzahnung, der Bereich der Qualität 10. Hauptsache, ich kann es zusammenstecken und das hält. Bei Laufverzahlung muss es natürlich besser sein. Also das kommt ganz auf das Bauteil an. Ich glaube, das kann man so nicht beantworten. Und zu den Toleranzklassen, ich habe nachher noch ein Verzahlungsmessprotokoll, wo ich zeige, da kann man mal sehen, was erreichbar ist, wenn der Prozess optimal funktioniert. Ui, gut. Machen wir die Frage auch gleich noch. Machen wir sie auch gleich, genau. Oh, ich glaube, wir springen heute in den Zeitrahmen, aber ich denke, das ist auch gut so. Wo sehen Sie die Vorteile gegenüber dem Stoßen? Wo sind die Grenzen des Weltschälen? Wo grenzen Sie Weltschälen gegenüber Ihren Stoßmaschinen ab? Gut, Vorteile gegenüber Stoßen. Gegenüber Stoßen ist hauptsächlich eigentlich zum einen der Taktzeitvorteil ist natürlich gegenüber Stoßen auf jeden Fall. Dann, ich denke, bei gerade Einbringen von Modifikationen in der Verzahnung oder so, ist man dem Stoßen auch überlegen, wo sind die Grenzen des Weltschellens? Ja, nach oben hin, das ist eine gute Frage. Kommt da wirklich immer auf das Bauteil an. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Wo grenzen Sie Weltschellen gegenüber Ihren Stoßmaschinen ab? Gut, da ist ja zum einen das Thema Auslauf, gerade wenn Sie mit Planschultern haben, wo Sie eben aufgrund der kleinen Differenz zwischen der Planschulter und der Verzahnung keinen Platz mehr haben. Speziell bei großen Achskreuzwinkeln, wo Sie das Werkzeug so schräg einstellen müssten, dass Sie da eben dann in die Planschulter reinfahren würden und Sie eine Kollision hätten. Da ist natürlich Stoßen dann nach wie vor das bessere Prinzip. Genauso auch bei Innenverzahnungen, wenn Sie innen irgendwelche Planschultern haben oder
sehr große Winkel haben, die sie realisieren müssen von dem Achskreuzwinkel her, wo sie mit dem Werkzeug an sich dann vorne bereits hängen bleiben würden, wenn das Längendurchmesserverhältnis sehr ungünstig wäre. Solche Themen. Und natürlich wahrscheinlich auch über die Modulgröße. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben bisher bis Modul 4 bearbeitet, die Maschine kann mehr. Aber wenn wir jetzt an ganz große Zahnräder denken, ich denke jetzt mal irgendwo Eisenbahnindustrie, Windkraftanlagen, solche Sachen, Großgetriebe, da wird es dann irgendwann schon mal schwierig, dass man sagt, solche großen Weltschellwerkzeuge herzustellen und dann auch noch auf den entsprechenden Maschinen einzusetzen. Also das sind, denke ich mal, so ein bisschen die Rahmenparameter dazu. So, dann zeige ich noch was, jetzt Eingabe von den Werkstückdaten. Prinzipiell kann man einfach die Werkstückdaten von der Zeichnung übernehmen. Ich muss halt sagen, habe ich eine Innen-, habe ich eine Außenverzahnung und die ganz normalen Sachen wie Modul, Zähnezahl, Eingriffswinkel, Schränkungswinkel, Kopfkreis, Fußkreis, Durchmesser, dann wo fängt meine Verzahnung an, wo hört meine Verzahnung auf, dann habe ich noch eine Möglichkeit, eine kegelige Verzahnung zu bearbeiten und noch die Verdrehung von der Verzahnungslage, um halt die Verzahnung orientiert zu irgendeinem anderen Merkmal aufzubringen. Man sieht auch rechts bei den Bildern, ist hier auch wieder so, dass die immer interaktiv gestaltet sind. Also wenn man ganz zum Schluss dann eingebaut hat, sieht man auch, wie sieht nachher mein Bauteil tatsächlich aus. Fährt die Maschine von unten nach oben, also Z plus nach minus oder minus nach plus. Oder da kann ich dann eigentlich immer ganz genau erkennen und schon vergleichen, macht es auch Sinn, was ich alles eingegeben habe. Und es gibt auch intelligente Abfragen im Hintergrund, wo dann auch einen Fehler ausgeben, falls mal zum Beispiel etwas nicht stimmt. Ich habe noch oben die Möglichkeit, eine Einzelflankenbearbeitung auszuwählen oder einen Leerschnitt nach dem Endgraden. Einzelflankenbearbeitung, da passiert dann das, dass ich bei dem Stichschnitt zum Beispiel getrennt die linke und die rechte Flanke separat bearbeite, hat qualitativ meistens einen Vorteil. Ich kann auch jede Flanke getrennt voneinander korrieren. Also ich könnte sagen, die eine mal jetzt mit 14 Grad, die andere 15 Grad oder so, dass ich kann dann unterschiedliche Balligkeiten anbringen, unterschiedliche Endrücknahmen auf jeder Seite. Die Möglichkeit bietet es dann. Und Leerschnitt nach dem Graden, den brauche ich halt, wenn ich die Planfläche überdrehe und nach dem Drehen noch mal einen Leerschnitt haben will, um den Grad vollständig zu brechen. Das kann ich da auch auswählen. Dann ist nur ein kleines Beispiel hier zur Optionen. Das sieht man zum Beispiel Breitenballigkeit, kann ich beim ersten und beim zweiten Schlichtschnitt einstellen oder die Endrücknahmen. Ja, gibt es noch mehr, aber das ist jetzt nur mein Beispiel von den Optionen, was man hat. Ich kann dann auch noch korrigieren natürlich, korrigieren ist wichtig. Allerdings kann ich das nicht in der Bedieneroberfläche machen, das haben wir so gelöst. Ich kann hier auswählen, welche Korrekturen will ich im Endeffekt haben und die tauchen halt ganz normal in der EMAG Feature Core auf. Also da, wo ich auch ganz normal die Drehwerkzeuge und so weiter korrigiere, tauchen nachher automatisch die Korrekturen auf und ich kann sie alle auf einmal live während dem Prozess korrigieren und muss nicht extra nochmal in die Oberfläche reingehen, sondern kann es ganz einfach da korrigieren. Es gibt Bedarf noch ein paar Angaben, zum Beispiel Kugelmesser und Kugelmaß und so weiter. Und das gebe ich hier alles ein, aber die eigentlichen Korrekturen erfolgen nachher in der EMAG Feature ganz normal, wie auch Drehwerkzeuge korrigiert werden. Und das Herzstück eigentlich von der Bedienoberfläche ist hier. Mit den Technologiedaten, da kann man seine ganze Schnitte individuell aufbauen, wie man eigentlich will, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann die Drehzahlen eingeben, Vorschub, Schnitttiefe, den Achskreuzwinkel, den Kabba-Winkel. Ich kann jeden Schnitt individuell, also ich kann, wenn ich meinen Achskreuzwinkel bei jedem Schnitt ändere, berechnen wir im Hintergrund automatisch die Position, dass das wieder optimal an die richtige Position führt, nicht die Verzahnung wieder trefft, genauso bei dem Kabba-Winkel. Das sind alles intelligente Berechnungen im Hintergrund. Ich muss da keine zusätzlichen Verdrehungen oder irgendwie eingeben. Ich gebe einfach den neuen Kabba-Winkel ein und der trifft automatisch die richtige Lücke und fährt auch in Z-Richtung das richtige Maß und so weiter. Dann kann ich auch sagen, wie viel will ich an Einlauf, Überlaufwerk. Also ein bisschen muss ich ja immer drüber rausfahren, dass das Profil vollständig ausgebildet ist. Ich brauche natürlich einen gewissen Einlaufweg, dass ich beim Anfahren keine Kollision bekomme. Dann habe ich noch die Achsverdrehung. Die Achsverdrehung ist relativ mächtig, da kann man viel damit machen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich
einflankig, oder ja, nicht einflankig bearbeitet, dass sie an einer Flanke entlang in die Verzahnung eintauche. Es gibt da immer eine Flanke, wo besser schneidet, eine, wo schlechter schneidet. Und so kann ich meine Schnitte so verteilen, dass ich immer an der besser schneidenden Flanke in die Verzahnung reinfahre. Dann kann ich zum Beispiel bei gerade hier die Verdrehung eingeben beim Schlichtschnitt, wenn ich zwei Schlichtschnitte habe, dass ich da nach links und nach rechts verdrehe. So kann man sich da das aufbauen, eigentlich wie man will. Man hat auch noch die Möglichkeit, hinten eine Spülzeit und eine Spüldrehzahl einzugeben. Je nachdem, wie die Verzahnung aufgelöst ist, kann das manchmal passieren, dass die Späne hinten, wenn ich da so einen Freiraum habe, kann es sein, dass sich da die Späne dann teilweise doch auch ansammeln leicht. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich einfach nach jedem Schnitt die Drehzahl für eine gewisse Zeit auf einen gewissen Wert reduziere und somit auch die Fliehkräfte reduziere. Und dann fallen die Späne eigentlich von ganz allein runter. Ja, und so kann ich immer eine Zeile auch hinzufügen oder wieder löschen oder kopieren und kann meinen Prozess individuell aufbauen. Man sieht auch hier zum Beispiel dargestellt, die grauen sind die Schrubbschnitte, die grünen sind beide Schlichtschnitte und die weißen sind die Schrubbschnitte, die grünen sind die Stichschnitte und die grauen sind die Leerschnitte. Hier unten wird auch gleich überprüft, passt meine Schnitttiefe insgesamt, was ich eingegeben habe, mit dem überein, was die Differenz zwischen Kopf- und Fußkreis ist, dass ich da nicht aus Versehen eine Fehleingabe mache. Genau, so kann man sich eigentlich die Technologie dann aufbauen, wie man will. Und ja, was passiert im Endeffekt, wenn ich das eingegeben habe? Das wird, wir speichern die ganzen Daten ab und der Weltschallzyklus, wo nachher aufgerufen wird, greift auf die ganzen Daten zu und macht dann eigenständig die Weltschallbearbeitung. Und die Frage kam ja vorher, Verzahnungsqualitäten, was ist erreichbar? Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier von dem Prozess, wo wirklich optimal war. Da kann man jetzt zum Beispiel die Qualität im Profil sehen. Wir haben hier Profilfehler ungefähr zwischen 1 und 3 μ, was eine Qualität 4 bei dem Bauteil jetzt entspricht. Das war so ein Getriebegehäuse mit Modul 0,6, das habe ich gar nicht hier. Aber ja, das sind irgendwo zwischen 1 und 3 μ. Dann bei der Flankenlinie ist es ähnlich, ich glaube auch zwischen 1 und 3 μ in der Richtung, was einer Qualität 3 entspricht. Und Teilung sieht man hier zwischen Qualität 1 und Qualität 4, was man da erreicht hat. Das hängt natürlich auch stark von der Spannung dann von dem Bauteil und so ab. Aber das sind Qualitäten, wo erreichbar sind, wenn der Prozess optimal steht. Hängt aber immer sehr stark natürlich auch von der Zähnezahl vom Werkstück und einfach von dem Werkstück ab. Genau, ja, wir sind gut. Dann eigentlich soweit am Ende von der Präsentation. Ich gehe davon aus, vielleicht kommen noch ein paar Fragen. Ich sehe zum Beispiel. Kam gerade schon eine rein. Daniel, vielen Dank. Jetzt haben wir zur Folie 16, also eine spezielle Frage. Braucht man dazu eine Temperaturkompensation? Dann gehen wir gerade nochmal zurück auf die Folie 16. Das war diese hier. Sind ältere Modelle umrüstbar, Hardware oder Software? Ich denke, das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf diese Folie, nehme ich an. Weil hier wird ja bereits erklärt, dass wir hier ein Kühlkreislaufsystem im Einsatz haben, mit zwei getrennten Kühlkreisläufen, eins für die Maschine, eins für den Schaltschrank und ältere Modelle umrüstbar. Also, sofern wir hier über VSC-Baureihen reden, haben diese VSC-Baureihen bereits seit Jahren hier solche Kühlkreisläufe im Systeme im Einsatz. Ich denke mal, das Umrüstbar wird wahrscheinlich allgemein nicht bloß auf der Kühlkreislauf sein, sondern auf Maschinen. Also prinzipiell wäre es schon denkbar, eine KBX-Maschine umzurüsten. Bedarf aber schon etwas Aufwand. Also wir haben da schon ein paar Sachen optimiert, dass es optimal für den Weltschallprozess ist. Müssen wir sich im Einzelfall mal anschauen, ob das möglich ist. Aber von prinzipiell schließe ich das jetzt nicht aus, dass es auch möglich wäre. Gut, dann nächste Frage. Mit welchen Werkzeugherstellern arbeiten Sie zusammen? Gut, da gibt es natürlich die gängigen Werkzeughersteller auf dem Markt. Da arbeiten wir mit sehr vielen zusammen. Ich möchte jetzt hier aber keine speziellen hervorheben, weil, wie gesagt, wie es der Daniel vorhin schon gesagt hat bei der Software, wir möchten hier ja keine Werbung machen
für irgendwelche speziellen Lieferanten? Ja, also wir sind da offen für alles. Wir haben schon oft Versuche gemacht, wo Beistellung vom Kunde dabei war. Also der Kunde hat die Werkzeuge beigestellt. Ich denke mal, ich habe mindestens schon Werkzeuge von 10, 15 Herstellern eingesetzt. 10 mindestens, ja. Also wir sind da offen, wir versuchen alles aus. Aber man merkt natürlich auch, die einen können es, die anderen können es nicht. Also man muss da schon bei der Werkzeugauslegung wissen, was man macht. Sonst funktioniert der ganze Prozess nicht. Aber wir sind da offen für alles. Sind wir nicht festgelegt, auf jeden Fall. Gut, eine sehr spezielle Frage. Material 100 Pro 6. Ab welcher Festigkeit müssen Vollhartmetall-Schälräder eingesetzt werden? Ja, da muss ich ehrlich sagen, habe ich bisher auf den Werkzeughersteller verlassen. Ja, wir haben schon zum Beispiel GGG 70 bearbeitet. Da waren natürlich auf jeden Fall Vollhartmetall-Schälräder im Einsatz. Aber das überlasse ich ehrlich gesagt meistens dem Werkzeughersteller. Der hat da mehr Erfahrung einfach, wann funktioniert sein Werkzeug mit Hartmetall und wann mit HSS. Gibt es dazu von der Steuerung automatische Technologievorschläge? Gibt es aktuell noch nicht. Nein. Also wir haben das strikt getrennt, weil wir ja nie genau wissen, wir haben jetzt auf der Steuerungsoberfläche, geben wir jetzt die Werkzeugdaten ein für ein, ich sage jetzt mal, für ein Hohlrad aus, ich nehme jetzt einen ganz überspitzten Fall aus CK45, was es nie geben wird, aber nehmen wir den mal. Und beim nächsten Mal haben wir eben den 100 Gro 6. Jetzt, woher soll die Steuerung wissen, welches Werkzeug, welche Schnittdaten hier jetzt genau passen? Also da muss wirklich der Bediener und der Technologie an der Maschine dann noch selbst die Daten raussuchen, auch aus Erfahrungswerten natürlich raussuchen und entsprechend eingeben. Also das ist sehr schwierig. Also ich glaube nicht, dass es wirklich in nächster Zeit möglich wird, sowas zu machen. Man kann die ganze Technologie nicht anhand von Formeln berechnen. Man muss das simulieren. Also es ist im Endeffekt ein Prozess mit mehreren Durchläufen, um das optimal zu gestalten. Man muss gucken, habe ich genügend Freiwinkel am Werkzeug und so. Und ich glaube, das kann man nicht so einfach mit Formeln abbilden, dass man da in der Maschine das sagen kann, start und gib mir wie viele Schnitte und welche Achskreuzwinkel und so. Ich meine, Achskreuzwinkel kann ja ich berechnen, wenn ich weiß, wie schräg ist mein Werkzeug, wie schräg ist mein Werkstück. Das wird auch automatisch berechnet. Also es wird in der Technologiemaske ein paar Sachen automatisch vorausgefüllt, wenn man die Daten schon hat. Aber jetzt, dass die Maschine einem sagt, mach so und so viel Schnitte oder so, nee, das wird nicht funktionieren. Gut, nächste Frage. Wie werden neue Werkzeuge in die Maschine eingewechselt? Wie funktioniert der Werkzeugwechsel, Werkzeugeinstellung und danach Qualitätskontrolle? Also, die Werkzeuge werden von Hand eingewechselt bei uns in der Maschine. Wie funktioniert Werkzeugwechsel? Werkzeug lösen, raus, neues Werkzeug rein, Werkzeug spannen. So funktioniert das prinzipiell. Werkzeugeinstellungen nach Qualitätskontrolle. Ja, ich muss das Werkzeug natürlich voreinstellen, damit ich weiß, wie lange ist mein Werkzeug. Danach Qualitätskontrolle. Also es gibt auch die Möglichkeit, wir haben theoretisch ein Sensor in der Maschine und wo wir die Verzahnung vermessen können. Also wir können theoretisch das Zweikugelmaß können wir messen in der Maschine. Ist natürlich nur bedingt möglich. Das ist natürlich keine Verzahnungsmessmaschine, sondern eine Bearbeitungsmaschine. Und der Messtaster, was in der Maschine ist, hat natürlich auch nur eine gewisse Genauigkeit. Also ich sag mal, es funktioniert, aber wenn ich jetzt Bauteile habe mit 10, 20 μ Toleranzbereich von 2 Kugelmaß, das sind die Messtaster definitiv nicht genau genug. Jetzt bei größeren Toleranzen und so ist es durchaus denkbar, dass man auch sagt, okay, man macht einen Kontrollschnitt und führt danach. Und also das ist schon durchaus denkbar. Ja. Gut, und noch eine Frage. Wie serienstabil ist das Weltschälen? Bieten Sie Messdatenrückführung und automatische Prozesskompensation an? Also serienstabil ist es definitiv. Also wir haben Maschinen, die laufen schon seit ein paar Jahren, ohne dass ich einmal was davon gehört habe. Das ist immer gut. Meistens höre ich immer was davon, wenn es Probleme gibt. Aber die Maschinen, wo außen im Markt sind und laufen, da bekomme ich keine Rückmeldung. Und das bedeutet eigentlich immer ziemlich sicher, dass es läuft.
Und Messdatenrückführung, ja, also man kann die Messdaten rückführen von dem Messtaster. Man kann auch über eine extra Messstation im Nachgang hinschalten. Das ist auch möglich. Und mit Messdatenrückführung, ja, definitiv möglich. Gut, so. Dann möchten wir uns recht herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben gesehen, es gab sehr viele rege Fragen. Wenn Sie natürlich noch weitere Fragen haben, können Sie uns die gerne auch im Nachhinein noch stellen. Sie machen das am besten per E-Mail unter der E-Mail-Adresse communications@emag.com, wo Sie uns dann die Fragen zusenden können. Der Daniel Nille und ich werden Ihnen die Fragen dann sehr zeitnah beantworten. Nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin einen schönen Tag von meiner Seite aus.